l'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti, benvenuti. Guten Abend, herzlich willkommen zu diesem Treffen, die Kraft der Freiheit und die Wiedererlangung des Friedens. Ich grüße sofort unsere Gäste, die heute Abend teilnehmen, vor allen Dingen Marina Sereni, stellvertretende Außen- und Entwicklungshilfeministerin Italiens. Ein Gast, der ein besonderer Ost, Alexander Archangelski, Schriftsteller und Journalist aus Moskau. Giovanni De Lorenzo, Chefredakteur der Zeit aus Hamburg. Er kommt aus Hamburg, aber 9 Jahre in seiner Kindheit hat er in Rimini gewohnt. Es gibt Deutsche, die aus Italien nach Deutschland kommen und umgekehrt und Deutsche, die aus Deutschland nach Italien gehen. Maurizio Molinari, Chefredakteur der Repubblica in Rom.
Niemand von uns kann wissen, wohin uns der Krieg führen wird, der am 24. Februar angefangen hat. Aber wir wissen, dass es ein tiefer Bruch war, ein definitiver Bruch der geopolitischen Lage der letzten Jahrzehnte. Wir wissen, dass das Ende der Selbstverständlichkeit des Friedens bedeutet. Wir wissen, dass es der Beginn war und der Beginn ist so vieler Fragen, so vieler Probleme, die wir anfangen zu sehen. Und dieser Abend will ein Beitrag sein bei dem Versuch zu verstehen, was geschieht und einige Perspektiven vielleicht anfänglich aufzuzeigen. Wir wissen nicht, ob es möglich sein wird, wieder einen internationalen Dialog aufzubauen, der mehr auf Helsinki hin orientiert ist als auf Jalta. So zeigt sich auch die große Frage, was von OPA jetzt verlangt ist. Nicht nur von den Regierungen, sondern auch von den europäischen Völkern, um die Konsequenzen anzugehen, die sich jetzt langsam zeigen. Die erste Frage richtet sich an die stellvertretende Ministerin Sereni. In vielen Konflikten auf der Weltebene ist die internationale Zusammenarbeit der erste Schritt gewesen, um wieder ein Minimum an Dialog aufzubauen und vor allen Dingen den Völkern zu helfen, die immer die ersten Opfer jedweder Konflikte sind, die Krankheiten und den Hunger anzugehen. Welche sind die neuen Herausforderungen für die internationale Zusammenarbeit nach dem 24. Februar? Danke für die Einladung, danke für die Frage. Ich bin sehr dankbar den Organisatoren für den Titel dieses Panels. Zwei Worte, die sehr wichtig sind, die Freiheit und der Frieden. Aber das überlassen wir mal der Debatte der Journalisten, die meinem Beitrag folgen wird. Es kann keinen Frieden ohne Freiheit geben. Ich glaube, dass die italienische Entwicklungshilfe genau deswegen sehr wichtig ist in diesem Augenblick. Wir sind vom italienischen Gesetz dafür vorgesehen, essentielles Instrument zu sein, integraler Bestandteil der Außenpolitik Italiens. Was bedeutet das, dass die Entwicklungspolitik integraler Bestandteil der Außenpolitik ist für Italien? Nach der Aggression Russlands in der Ukraine stehen wir vor einer großen humanitären Not. Eine der größten Notfälle Europas in diesen Jahrzehnten. Millionen sind geflohen aus der Ukraine, Millionen sind intern geflohen innerhalb der Ukraine. Die italienische Gesellschaft, nicht nur die Entwicklungshilfe, hat sich mit großer Großzügigkeit gezeigt, um eine Notfallantwort für das Leiden der Zivilbevölkerung, die vom Krieg betroffen ist, zu geben. Leider ist der Krieg in der Ukraine nicht das Ende der anderen Krisen. Wir müssen also wissen, dass nach diesem dramatischen 24. Februar wissen, der Krieg geht weiter. Wir müssen alles tun, damit der Krieg aufhört und sich Verhandlungen eröffnen im Geist von Helsinki eher als von Jalta. Wir müssen aber auch wissen, dass die humanitären Notfälle, dass die Antwort auf die humanitären Notlagen nicht nur diese Krise hier angehen. Es gibt Afghanistan, vor einem Jahr haben wir Afghanistan angeschaut. Es gibt Syrien, Irak, der Nahe Osten, es gibt Afrika und das subsaharische Afrika und Nordafrika. Die erste Herausforderung, vor der wir stehen seit dem 24. Februar, wir müssen die Kraft finden und die Ressourcen finden, um Italien und die internationale Gemeinschaft zum Einsatz zu bringen, um ohne diese anderen Krisen zu vergessen.
Zweitens, es gibt globale Herausforderungen. Diese Herausforderungen verlangen von uns, trotz des Schocks des Krieges in den internationalen Beziehungen, sie verlangen von uns, diese Krisen, einen hohen Grad internationaler Zusammenarbeit. Klimawandel, Pandemie, die Ungleichheiten, die Quelle von Konflikten sind, Quelle von Kriegen. Diese globalen Herausforderungen verlangen von uns eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Und deswegen sage ich das und den Rest überlasse ich der Debatte. Mich überzeugt nicht die Erzählung, dass der Westen gegen den Rest der Welt steht. Wenn wir diese globalen Herausforderungen anpacken wollen und die Entwicklungshilfe dient dazu, dann müssen wir dieses Narrativ durchbrechen und mit Ländern zusammenarbeiten, die in der Frage der Ukraine nicht genau auf unserer Seite stehen. Um aber den Klimawandel und die Pandemien und den Terrorismus zu bekämpfen, die Migration anzugehen, um Antworten auf die globalen Ungleichgewichte zu geben, brauchen wir die Zusammenarbeit aller, die Partnerschaft mit allen, zum Beispiel mit den Ländern Afrikas. Kehren wir zurück zur Entwicklungshilfe. Die Herausforderung für Italien ist, nach dem 24. Februar den Ukrainern beizustehen, diesem Volk beizustehen, ihm weiterhin zu helfen, auf seine humanitären Probleme zu antworten in der Ukraine und in den Nachbarregionen, auch in Italien, wo wir Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen haben, Frauen und Kinder, die integriert werden müssen in unsere Gemeinschaft. Andererseits dürfen wir aber die anderen Krisen nicht aus dem Auge verlieren. Wir brauchen Ressourcen dafür. Wenn es um Ressourcen geht, dann gibt es immer zu wenig. Aber Italien hat sich verpflichtet, 0,7% des Bruttosozialprodukts einzusetzen. Wir liegen jetzt bei 0,29%. Vor einem Jahr waren wir bei 0,22% des Bruttosozialprodukts. Und auch dieses Jahr wachsen die Ressourcen tendenziell. Wenn es um die Ressourcen geht, dann weiß ich das. Und es gibt, dann ist es vielleicht wichtiger, sagen viele, die Familien zu unterstützen, die Unternehmen zu unterstützen. Wir haben große ökonomische Schwierigkeiten in Italien, aber die Ressourcen für die Entwicklungshilfe sind Ressourcen für unsere Sicherheit, für den Frieden, für das Zusammenleben der Völker. Es sind also nicht Ressourcen, die wir nur aus Großzügigkeit investieren, wenn auch Großzügigkeit besser ist als Geiz. Aber wir müssen sie auch aus Egoismus investieren, denn unsere Welt ist weniger sicher, wenn es Spannungen gibt und Ungleichheiten, die so sind wie die, die wir jeden Tag erleben. Jetzt höre ich auf. Man hat mich gebeten, kurz zu sein. Also Sie sind schnell und zusammenfassend. Habe ich noch etwas Zeit? Gut, wenn ich noch etwas Zeit habe, kann ich noch sagen, wir sind hier Gäste des Meetings von Rimini. Nach einigen Jahren konsolidiert sich diese Partnerschaft zwischen uns und dem Meeting. Wir wollten unsere Präsenz zentrieren auf die Lebensmittelsicherheit. Das ist ein traditioneller Punkt der italienischen Entwicklungshilfe. Wir sind Sitz des römischen Pols der Vereinten Nationen, Welternährungsorganisation, Weltlandwirtschaftsorganisation, insbesondere Landwirtschaft und Ernährung. Wir haben die Lebensmittelsicherheit auch aus anderen Gründen bevorzugt. Nach dem Schock von Covid gab es ein anderes Ereignis, nämlich den Krieg in der Ukraine. Und das führte zu einer sehr, sehr großen Lebensmittelunsicherheit, einer Lebensmittelkrise. Ukraine und Russland stellen 30% der Weltlieferanten des Weizens dar. Wie können wir reagieren? Wir unterstützen die Initiative der Vereinten Nationen. Das ist sehr wichtig, dass die UNO, unterstützt durch die Türkei, Korridore geschaffen hat für Getreidetransporte, die jetzt endlich aus der Ukraine zu anderen Ländern geliefert werden. Das ist sehr wichtig in sich, denn natürlich
betrifft das die Preissteigerungen für die Nahrungsmittel, insbesondere des Getreides. Es ist auch politisch ein Gut, denn auf jeden Fall ein erstes Signal, nicht eines direkten Kontaktes zwar, aber eine Rückkehr zur Diplomatie statt des Konflikts. Es ist aber auch wichtig, weil es das Leid von Drittländern erleichtert, insbesondere in Afrika am Südufer des Mittelmeers, die sehr vom Import von Getreide abhängen und auch von anderen aus der betroffenen Kriegsregion, aus Russland und der Ukraine. Wir sind hier, um zu sagen, dass wir alle internationalen Initiativen stützen, die in diese Richtung gehen. Und Italien hat sich verpflichtet zu einem Dialog mit den Mittelmeerländern, um mit ihnen zusammen zu verstehen, was nützlich ist. Technologie, Wasser, Forschung. Diese Länder brauchen eine Unterstützung, ihre agroalimentaren Systeme nachhaltig zu gestalten. Und zuletzt, wir sind hier in Rimini beim Meeting, die italienische Entwicklungshilfe würde nicht ohne die Zivilgesellschaft Italiens existieren. Ihr seid sehr stark verbunden mit dem Wort Subsidiarität, die mir auch sehr wichtig ist. Die Wirkkraft der internationalen Entwicklungshilfe Italiens wäre weniger, wenn nicht zusätzlich zu den staatlichen Ressourcen und der internationalen Organisationen wir nicht die Kraft hätten, die Intelligenz, die Kompetenz und die Leidenschaft für den Menschen der zivilgesellschaftlichen Organisationen Italiens, die in unserem Land verwurzelt sind, die private Ressourcen mobilisieren und die sehr fähig sind, bedeutsame Beziehungen mit den Empfängerländern aufzubauen. Auch heute, während wir mit der Ukraine arbeiten, arbeiten wir nicht nur mit der Regierung der Ukraine, sondern die Zivilgesellschaft arbeitet auch mit der Zivilgesellschaft der Ukraine. Das machen wir überall, auch in Afrika, in Asien, im Nahen Osten, Lateinamerika. Das ist die Kraft unserer Entwicklungshilfe, von den Menschen zu den Menschen Verbindungen aufzubauen und dabei die lokalen Ressourcen wertzuschätzen und die Fähigkeit der Gemeinschaften und Personen wertzuschätzen, mit denen wir arbeiten. Das ist ein großes Zeugnis der Leidenschaft für den Menschen. Danke sehr. Ich empfehle euch, den Pavillon über die internationale Entwicklungshilfe zu besuchen, den wir mit dem Ministerium zusammen aufgebaut haben, um zu unterstreichen, dass nur eine Kooperation mit der Zivilgesellschaft auf die Probleme antworten kann, wie Sie gesagt haben. Wir alle sind ziemlich informiert über das, was in der Ukraine geschieht, auch wenn mit dem Fortschritt des Krieges viele Informationen erst in den Nachrichten erst an nachgeordneter Stelle erscheinen. Wir wissen aber wenig, was in Russland geschieht, wie sich vor allen Dingen die Bevölkerung dieses großen Landes fühlt. Ich möchte also anfangen mit einer Frage an Alexander Chankelski, der schon vor 2 Jahren beim Meeting war mit einem hervorragenden Beitrag über die Zukunft der Demokratie. Meine Frage ist, wie lebt die russische Bevölkerung diesen dramatischen Moment? Danke für die Einladung hierher. Um kurz auf die erste Frage von Präsident Scholz zu antworten, wie die russische Bevölkerung die Situation in diesem Moment der Geschichte erlebt, muss ich sagen, das Land ist sehr vielfältig und wir haben keine angemessenen soziologischen Erhebungen. Ich beziehe mich also nur auf meine persönlichen Eindrücke
Und das sind die Eindrücke eines Gelehrten, nicht eines Politikers oder eines Forschers. Ich bin am 26. Februar bewusst nach Russland zurückgekehrt und habe seitdem viele große und kleine Städte besucht. Vom Ural bis zur Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine und von Pskow im Nordwesten an der Grenze zu Estland. Bis zu den Städten an der Wolga. Ich habe versucht, mit allen zu sprechen, ohne meinen Standpunkt zu den Geschehnissen zu verbergen. Aber auch ohne ihn aufzudrängen. Andernfalls wäre es unmöglich gewesen, Vertrauen zu gewinnen. Zu meinen Gesprächspartnern gehörten Angestellte großer Bauernhöfe, Lehrer auf Tolstois Anwesen in Jasnaja Poljana und Puschkins Villa in Michailowskoje, große Geschäftsleute und Busfahrer aus der Provinz. Eine erste allgemeine Feststellung: Beschwichtigung, Unbeweglichkeit. Die meisten Menschen nehmen das Geschehen als eine lokale, politisch-militärische Episode wahr und nicht als eine große und tragische Geschichte. Selbst diejenigen, die sich innerlich dagegen wehren, sehen die Situation oft vereinfacht. Sie sprechen über schlechte Entscheidungen, wollen aber das Ausmaß der Ursachen und Folgen nicht verstehen. Natürlich gibt es auch Beispiele für heldenhaftes Verhalten. Den Politiker Ilja Jaschin, dem Journalisten und Politiker Wladimir Karamurza und der Journalistin Marina Ovsjanokova drohen jahrelange Haftstrafen. Und andere wurden bereits verurteilt. Aber im Großen und Ganzen herrscht eine gewisse Unbeweglichkeit. Vielleicht passen sich die Menschen auf diese Weise psychologisch an die Situation an. Sie nehmen sie Stück für Stück auf, sie setzen das Gesamtbild der Welt aus diesen Mosaiksteinen langsam wieder zusammen. Aber ich weiß nicht, ob sich dieses Bild jemals wieder zusammensetzen wird und in welchem Zeitrahmen und wohin sie es führen wird. Zweite Beobachtung: Entfernung. Die allgemeine Euphorie aus dem Jahre 2014 nach der Annexion der Krim fehlt. An öffentlichen Gebäuden sind riesige Banner mit dem Buchstaben Z angebracht. Aber das wäre ein nicht offizielles Unterstützungszeichen für den Krieg. Aber auf den Verbindungsstraßen zwischen den Städten trifft man höchstens ein oder zwei Autos mit diesem Symbol auf der Heckscheibe an. Ich wiederhole also: Ich sehe weder ernsthaften Widerstand noch Euphorie. Was es ist, die Ruhe vor dem Sturm oder die Tatsache, dass das Land in einen langen Winterschlaf versinkt, das weiß ich auch nicht. Dritte Beobachtung: Die Spaltung hat sich verschärft. Spaltung zwischen denen, die zeitgemäß denken, und denen, die mit dem Gefühl des imperialen Traumas leben. Aufteilung zwischen Groß- und Kleinstädten. Spaltung zwischen denen, die ins Ausland gegangen sind, und denen, die geblieben sind. Zwischen denen, die fernsehen, und denen, die versuchen, sich zu informieren. Je kleiner die Stadt, desto größer der imperiale Patriotismus und desto enger der Informationskorridor. Aber, und das ist das Wichtigste, es gibt eine vierte Feststellung: In der Welt der Menschen funktioniert das Gesetz der großen Zahlen nicht. Was Sie gesagt haben über People to People passt hier rein. Ein Busfahrer aus der Provinz kann sich als überzeugter Pazifist entpuppen und ein wohlhabender Bewohner einer Großstadt als Befürworter von Gewalt. Es handelt sich um eine persönliche Entscheidung und nicht um ein ehernes Gesetz. Es gibt nichts Vorgegebenes, nichts Feststehendes. Und die Mehrheit der neuen Emigranten ist wohlwollend gegenüber denjenigen, die in Russland geblieben sind. Und die zurückgeblieben sind im Allgemeinen nicht aggressiv. Viele orthodoxe Bischöfe haben sich mit militaristischer Rhetorik versündigt und der Patriarch hält Predigten, die an Briefings des Verteidigungsministeriums erinnern. Es ist kein Zufall, dass Papst Franziskus ihn Putins Messdiener genannt hat. Aber es gab einen von Hunderten von Priestern unterzeichneten Brief, in dem zum Frieden aufgerufen wurde. Und in einer ganzen Reihe von Kirchen wurde zu Ostern für die Ukraine gebetet. Keine politischen Erklärungen, sondern ein sehr persönliches Gebet. Und ich war Zeuge an Ostern dieser Gebete. Kein prominenter Schriftsteller, außer vielleicht Sacha Prilepin, hat sich öffentlich für Gewalt ausgesprochen. Im Gegenteil, der von Prilepin selbst geleitete Sonderausschuss der Duma hat gerade eine Liste von 142 Kulturschaffenden veröffentlicht, die die Sonderaktion nicht unterstützen. Zumindest haben sie geschwiegen. Allenfalls haben sie sich dagegen ausgesprochen. Tatsächlich arbeitet die Kommission so hastig und schlampig, dass der Direktor des wichtigsten staatlichen Fernsehsenders, Konstantin Ernst, auf die Liste der Gegner des Krieges gesetzt wurde. Lehrer verdienen eine eigene Diskussion. Sie befinden sich in einer sehr komplizierten Situation. Die Schule ist eine staatliche Einrichtung und die Traditionen der Denunziation sind keineswegs verschwunden.
Zumindest aber wird in vielen Schulen die Neutralität geachtet. Aggressionen werden bei den Kindern nicht geschürt und Zusammenstöße zwischen Schülern aus verschiedenen Familien und ideologischen Richtungen werden nicht zugelassen. Und es werden weiterhin humanitäre Werte vermittelt, die auf der zeitgenössischen Kultur und den Klassikern basieren. Was im Übrigen im aktuellen Kontext manchmal Mut erfordert. Ich werde eine anschauliche Geschichte erzählen, in die eine Kollegin von mir, die Übersetzerin Ljubov Sum, verwickelt war. Sie machte allein eine Mahnwache mit einem Schild, auf dem ein Gedicht des demokratischen Dichters Nikolai Nekrasow aus dem 19. Jahrhundert stand. Ein Gedicht, das Teil des Lehrplans der Schule ist. Wenn ich die Schrecken des Krieges beobachte, mit jedem neuen Opfer des Konflikts, tut mir weder der Freund leid, noch die Ehefrau, auch der Held selbst tut mir nicht leid. Aber die Tränen der armen Mütter, wie können sie ihre Kinder vergessen, getötet auf dem blutigen Feld? Und nun werde ich Ihnen den Polizeibericht vorlesen, als sie verhaftet wurde. Ich möchte Sie fairerweise darauf hinweisen, dass es sich nicht um eine Parodie, sondern um einen echten Text handelt. Sum Ljubow Borisowna zeigt ein Instrument der unverhohlenen Propaganda, ein Plakat mit der Aufschrift und so weiter und so weiter. Die besagte unverhohlene Propaganda trägt Verse aus N. Nekrasows Gedicht, Beobachtung der Schrecken des Krieges, das der Autor in den letzten Jahren des Krimkrieges unter dem Einfluss von L. Tolstoi Erzählungen von Sevastopol schrieb. Diese Werke erhalten eine subversive Ideologie der Macht und kritisieren das Regierungsregime für seine Rechtfertigung der Gewalt. Das ist absolut absurd. Schon allein die Vermittlung traditioneller humanistischer Ideen und Konzepte erfordert ein gewisses Maß an Mut. Ich betone, dass es sich dabei nicht um Widerstand im klassischen Sinne handelt, geschweige denn um eine politische Front, sondern um etwas anderes. Es geht um so etwas wie fest im Glauben stehen. Das heißt, wenn eine Person nicht zum Angriff übergeht, nicht in Zorn verfällt, sich nicht darum sorgt, der Macht und der Gesellschaft zu beweisen, dass sie im Recht ist. Aber sie verzichtet auch nicht auf ihre Prinzipien, um es sich leichter zu machen. Wie Luther schrieb, hier stehe ich und kann nicht anders. Heute sehen wir nicht nur, dass wir im Glauben feststehen, sondern auch, wie ich sagen würde, dass wir in den menschlichen Werten feststehen. Daher Unbeweglichkeit, fragmentarisches Verständnis des Geschehens, Distanzierung, Spaltung, Wahl der menschlichen Werte, persönliche Wahl. Einerseits befinden wir uns in einer sehr unangenehmen Situation für Analysen und Vorhersagen. Andererseits gibt sie uns Grund, optimistisch zu sein, was die Menschen betrifft. Die Geschichte ist von den Höhen der Welt auf die Ebene des einzelnen Menschen hinabgestiegen. Der einzelne Mensch ist physisch leichter zu besiegen, aber moralisch schwieriger zu überwinden. Danke für diese Aufrichtigkeit, für Ihre Fähigkeit, das hervortreten zu lassen, was wirklich geschieht in Ihrem Land, in einer Weise, die auch verständlich ist. Sie haben gesprochen vom Wert der einzelnen Person. Das ist ein Eckstein der europäischen Kultur, die Freiheit des Einzelnen. Die Würde des Einzelnen, die unverletzlich ist, öffnen wir also den Blick auf Europa. Und ich möchte Giovanni De Lorenzo und Maurizio Molinari fragen, was es bedeutet, was bedeutet dieser Krieg für die Europäische Union und mit einer Vertiefung in Bezug auf Deutschland durch De Lorenzo und Italien durch Maurizio Molinari. Fangen wir an mit De Lorenzo. Ich wünsche guten Abend und ich möchte euch um Verzeihung bitten, wenn wir vielleicht manchmal ein italienisches Wort fehlt, aber ich bin seit mehr als 50 Jahren nicht mehr in Italien. Ich habe einen tiefen Respekt für das, was unser russischer Kollege gesagt hat. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, in Russland zu leben und zu arbeiten und gleichzeitig eine so kritische Haltung zu haben, wie er das zum Ausdruck gebracht hat, und gleichzeitig als Literat von Wehmut ergriffen zu sein und dann noch ironisch zu sein. Also das ist wirklich eine Leistung. Danke sehr.
wenn wir von den Konsequenzen für die Europäische Union, für die Europäische Gemeinschaft sprechen, dann will ich lieber über die Konsequenzen für jeden von uns reden. Dieser 24. Februar war ein tiefer Schock, auch für meine Generation, die auch die Generation von Molinari ist, auch von ihrer aller Generation, auch wenn ich ihr Alter nicht genau kenne. Und auch die jüngeren Generationen. Denn wir haben gedacht, dass der Frieden und die Freiheit natürliche Rechte sind. Aber sie sind das nicht. Wir haben bitter feststellen müssen, dass wir mehr als 70 Jahre hinter uns haben, wo uns ein Geschenk gemacht wurde, aber es war nicht der natürliche Zustand. In Deutschland gibt es noch das Trauma des Nazismus und des Weltkrieges. So gibt es also jetzt ein tiefes Wiedererwachen eines Traumas, dass die Idee, dass 800 Kilometer von Berlin der Krieg zurückgekehrt ist, das ist ein tiefer Schock, weil es auch viele Leute gibt mit ukrainischem Ursprung, die pendelten zwischen Deutschland und der Ukraine. Es gibt also die direkte Begegnung, es gibt das direkte Gespräch. Es gab eine große Welle der Solidarität in Deutschland, was die Flüchtlinge aus der Ukraine angeht. Und Deutschland hat dabei, im Gegenteil zu dem, was man in vielen Ländern der Welt denkt, hat sich Deutschland als großzügig gezeigt in der Aufnahme der Flüchtlinge, der Flüchtlinge vor dem Krieg, vor dem Hunger und Leute, die auch eines Tages vielleicht vor dem Klimawandel fliehen werden. Eine Situation ähnlich wie 2015, das hätte in Italien dabei vielleicht Volksaufstände gegeben mit 1,5 Millionen Flüchtlingen in wenigen Monaten. Das war eine große Herausforderung für die deutsche Gesellschaft. Was ist aber geschehen nach diesem Schock? Deutschland wollte sich immer raushalten aus den großen Konflikten der Welt. Wir wollten eine wirtschaftliche Supermacht sein, aber ein ganz kleines, unschädliches Land in der Geopolitik, unschuldiges Land in der Geopolitik, das sich nicht einmischt in die Konflikte der anderen. Und unvorhergesehenerweise ist Deutschland mit einer Hilfsbitte konfrontiert. Und unvorhergesehenerweise hat sich eine zutiefst pazifistische und friedliche Gesellschaft, beides gilt, die Bezugspunkte auf den Kopf gestellt. Denn denkt mal daran, was passiert ist. Die Partei, die am entschiedensten war für die Hilfe der Ukraine mit Waffen, mit schweren Waffen, sind die Grünen. Und auch die Wähler der Grünen, im März gab es Umfragen, dass 90% der Wähler der Grünen den Lieferungen schwerer Waffen zustimmten. Die Grünen sind als pazifistische Partei entstanden. Das ist eine Veränderung, die unglaublich ist. Die Widerstände zeigen sich in der extremen Rechten und in der extremen Linken. Dort sieht man eine beunruhigende Ähnlichkeit in der Argumentationsweise zwischen links und rechts. Und dann gibt es andere Gewissheiten, die in die Krise geraten sind. In Italien sehe ich, dass die großen Diskussionen, die es in Deutschland gibt, auch in den Debatten und Medien Italiens gibt. Aber das sind Themen, die sehr verkleinert da sind. Die großen Themen sind die Klimaänderung, das ist das Thema Nummer eins. Und das zweite Thema ist die Angst vor der Energiekrise, auf die wir zugehen. Das ist eine direkte Konsequenz dieses Krieges. Russland
schneidet uns die Gaszufuhr ab, um zu versuchen, die Wirtschaft und mit der Wirtschaft die Gesellschaft in Deutschland zu destabilisieren. Die Preise sind so stark gestiegen und werden noch weiter steigen, parallel zur Inflation, die wächst, dass man Volksaufstände fürchtet. Ich weiß nicht, ob die kommen werden. Ich denke nicht. Aber die Ungleichheit in der Gesellschaft wird noch größer werden als das, was wir schon haben. Es vergeht kein Tag, wo irgendein Politiker uns Ratschläge gibt, wie wir Energie sparen sollen, wenn wir duschen. Wenn man das in Italien machen würde, würden sich die Leute kaputt lachen. Aber in Deutschland ist das ein tägliches Thema. Das ist das Zweite. Und die letzte Sicherheit, die jetzt in die Krise geraten ist, die stellvertretende Ministerin hat gesagt, richtigerweise, dass es keinen Frieden ohne Freiheit gibt. Aber ich bin da nicht überzeugt von. Denn wenn wir bei einem Frieden ankommen zwischen der Ukraine und Russland, wo seitens Deutschlands, und das ist auch eine Neuheit, mit Merkel wäre das anders gewesen, es gibt seitens Deutschlands keine Initiative für Verhandlungen. Das ist eine wirklich neue Lage. Es wird ein Frieden sein, aber ich weiß nicht, ob es ein Frieden im Zeichen der Freiheit sein wird. Da habe ich große Zweifel. Die Bewegung gegen den Klimawandel ist eine demokratische Bewegung, die das Argument der Freiheit stützt. Aber die Freiheit ist aber nicht mehr das erste Thema. Die Freiheit ist zweitrangig. In Deutschland wünscht man sich Veränderungen, klare Veränderungen in dem Verhalten der Personen und auch in der Wirtschaftspolitik Deutschlands. Wir sind in einer Situation absoluter Ungewissheit, Unsicherheit. Und was mein Leben angeht, es ist der politisch dramatischste Moment, den ich je erlebt habe. Danke. Danke, Di Renzo. Bitte Maurizio Molinari. Ich glaube, dass es drei wichtige Dinge zu sagen gibt. Das Erste, die russische Aggression gegen die Ukraine hat eine Idee der Aggression in Europa, eines Staates gegen den anderen, wieder hervorgebracht. Nicht um einen Teil eines Landes zu erobern, sondern die dabei die Existenz des anderen Landes negiert. Das ist, lässt uns das Blut in Adern gefrieren. Denn der Regisseur dieser Aggression, der Präsident Putin, bei der Erklärung, als er die Gründe für den Krieg genannt hat, leugnet die Existenzrecht der Ukraine. Existiert nicht die Ukraine als eigenständiger Staat. Es weder die Geschichte noch das Land noch die Sprache existieren. Das ist erschreckend für uns alle. Das bedeutet, dass wir Europa auf eine kleine Zwischenzeit zurückzuführen, die wir dank des Endes des Kalten Krieges und der Geburt der EU erleben durften. Zweite Gegebenheit. Und da zitiere ich die Senatorin Segerin. Was denkst du darüber? Und dann sagte sie, das alles hängt wieder mal von einer einzigen Person ab. Und auch das macht Angst. Denn unser Feind ist nicht Russland, ist nicht das russische Volk. Wir wussten es gar nicht, dass wir irgendwelche Feinde da hätten oder sowas.
Putin hat dieses Bild zurechtgeschnitten, auf sich zurechtgeschnitten. Und er führt das Land in einen brutalen Krieg. Wir haben Korrespondenten dort und die beschreiben uns, wie die russische Armee kämpft. Die Kanonen auf 0 Grad und dann Feuer in die Zivilgesellschaft. Die Missachtung, die Geringachtung für die Opfer. Die Opfer müssen sterben, sollen leiden, Frauen vergewaltigen um den Nada Sharansky, ehemaliger Insasse eines Gulags, hat das zusammengefasst, den Putins Zugang zu Putin möchte, dass wir Angst haben. Seine Handlungen zielen darauf ab, die Ukraine Angst zu machen, damit sie sich ergeben. Angst gegen uns, für uns alle, dass wir, indem er uns mit dem Nuklearkrieg bedroht, und auch Angst den Russen, indem er sagt, es gibt keine Alternative zu dieser Spezialoperation ohne Repression. Er kämpft, damit wir alle Angst haben. Nada Sharansky, der kommt aus Donetsk übrigens, aus dem Donbass, hat meiner Meinung nach recht. Und die Antwort lautet, keine Angst haben. Wir dürfen nicht Angst haben. Wir dürfen nicht Angst haben, der Ukraine an der Seite zu stehen, die für ihre Identität, Unabhängigkeit, Freiheit und Demokratie kämpfen. Auf der Seite der Russen, die ihr Land lieben, die sich europäisch fühlen, die mit uns Geschichte, Kultur, Gefühle teilen, denen wir alle etwas schulden, auch die Niederschlagung des Narzissmus. Und wir dürfen auch keine Angst haben, klar zu sagen, dass es Unterschied gibt, einen klaren Unterschied zwischen Gut und Böse. Was ist jetzt der Punkt also? Was hat das mit Italien jetzt zu tun? Das war die Frage ja über Italien. Weil Italien ein Land ist, eines der Länder ist, wo es eine Meinung gibt, eine kleine Minderheitmeinung, die gegen die Ukraine ist und gegen die Sanktionen gegen Russland ist. Es gibt diese Meinung, die manche Parteiführer sich zu eigen gemacht haben, ganz öffentlich, die auch Teil der Offensive gegen die Regierung Draghi war und die jetzt auch hier von einer ganzen Reihe von Protagonisten in den sozialen Medien übernommen worden ist, die sich auf Russland beziehen. Wieso gibt es so einen starken russischen Druck auf unser Land? Das ist die Frage. Ich glaube, dass die Sicht Russlands, Putins auf Italien, dass Italien das erste Land der EU und der NATO sein könnte, das öffentlich sagt, es reicht jetzt mit den Waffenlieferungen an die Ukraine und es reicht jetzt mit den Sanktionen gegen Russland. Und das, glaube ich, ist ein Thema dieses Wahlkampfes jetzt. Jeder wählt dann frei. Aber das ist etwas, was uns direkt betrifft und was vorher nie so existiert hat. Und so einen Einfluss in der öffentlichen Debatte unseres Landes, wie jetzt durch die Russische Föderation. Dankeschön. Es wurde schon gesagt, sowohl von Ihnen, Maurizio Molinari, und von Giovanni De Lorenzo, Russland ist Teil Europas, ist Teil der europäischen Kultur. Die europäische Kultur ist nicht denkbar ohne den großen Beitrag der russischen Kultur und auch der ukrainischen Kultur. Ich möchte also die Frage stellen an Sie, Alexander Archangelski. Ist es möglich zu denken, dass die kulturellen Verbindungen, die da waren, da sind und hoffentlich da sein werden, dass die Kulturverbindungen
eine reale Basis für die Begegnung der Völker sein können und vielleicht auch die der Ausgangspunkt einer Wiederversöhnung? Einerseits liegt die Antwort auf Ihre Frage auf der Hand. Europa und Russland können sich heute nur auf dem Terrain der Kultur begegnen. Der Dialog zwischen den Kirchen ist aufgrund der Haltung des russischen Episkopats zu einem abrupten Ende gekommen. Die Wissenschaft hat aus objektiven Gründen aufgehört, eine Plattform zu sein. Russische Wissenschaftler werden als Persönlichkeiten anerkannt, aber eine internationale Zusammenarbeit gibt es nicht und kann es nicht geben. Auch im kulturellen Bereich stößt die Zusammenarbeit auf Schwierigkeiten. Verlage verkaufen keine Übersetzungsrechte mehr, Filmgesellschaften keine Filmrechte, Theater stellen ihre Tourneen ein und ein Austausch von Ausstellungen ist nicht geplant. Wenn die Entscheidung getroffen wird, die Schengen-Visa für Russen abzuschaffen, werden nicht nur die Bewunderer der Mailänder Boutiquen darunter leiden, sondern auch diejenigen, die weiterhin Einfluss auf die Köpfe in Russland nehmen. Sie werden der Willkür schutzloser ausgeliefert sein. Sie werden im Unglücksfall keine Zuflucht finden. Aber erstens sind diese Probleme nicht vergleichbar mit dem, was Flüchtlinge erleiden. Zweitens ist die Kultur anders organisiert als die Wissenschaft. Zumindest in einigen Bereichen kommt sie ohne Institutionen aus. Sie setzt eine persönliche Beziehung zum Künstler, zum Schriftsteller, zum Denker voraus. Vieles darin existiert über die Grenzen hinaus, kann überleben, auch wenn es keine Freiheit gibt und ist in der Lage, den eisernen Vorhang zu überwinden. Schließlich atmen in Russland sowohl die der Freiheit beraubte Kirche, als auch aus den Universitäten vertriebene Philosophie, oft durch die Kultur wie durch ein Rohr unter Wasser. Erinnern Sie sich an den großen Roman, den Pasternak in der stalinistischen UdSSR geschrieben hat. Ein christlicher Roman, ein philosophischer Roman, ein Roman, der zum ersten Mal in Italien in italienischer Sprache veröffentlicht wurde. Ein Roman, der geschrieben von einem Schriftsteller, der von 1936 bis zu seinem Tod 1960 nicht ins Ausland reisen konnte. Manchmal scheint es, dass die Konzentration auf die Kultur eine zu schwache und naive Position ist und dass es keine Chance gibt, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen und jeder Versuch vergeblich ist. Und doch möchte ich daran erinnern, dass genau 1957, als Dr. Zhivago in Mailand veröffentlicht wurde, Pater Romano Scalfi, unterstützt durch die Freundschaft von Pater Luigi Giussani, die Laienvereinigung Russia Christiana gründete. Russia Christiana war sowohl ein religiöses als auch ein soziales und kulturelles Projekt. Ich möchte noch einmal auf das Datum hinweisen. 1957, also 4 Jahre nach Stalins Tod, war die Gründung einer solchen Vereinigung im Westen so sinnlos wie das Schreiben von Dr. Zhivago im Osten. Abschließend sei gesagt, dass Pasternaks Roman von Millionen gelesen wurde und eine christliche Erweckung in Russland begann, wenn auch nur langsam. Und plötzlich wurde klar, dass es die einzig vernünftige Entscheidung war, der Zeit vorauszugehen und das zu tun, was jetzt unmöglich erscheint. Unmöglich, dann muss es ein Versuch wert sein. Genauso, so die Legende, reagierte Papst Johannes der 23. auf den Einwand, dass die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie er es sich vorgestellt hatte, unmöglich sei. Das Problem hat aber auch eine andere Seite. Und es gibt noch weitaus komplexere Fragen. Und das ist, in welcher Form und mit welchem Inhalt kooperieren mit welcher Kultur? Zunächst einmal sollten wir über die Form sprechen. Sie wird sich völlig verändern. Es wird keine übliche Kulturdiplomatie mehr geben, keine Austauschinfrastruktur. Es wird eine individuelle Zusammenarbeit mit konkreten Menschen geben, mit denen, die in den Westen gekommen sind, direkt und unmittelbar, mit denen, die in Russland geblieben sind, über die Plattformen, die weiterhin bestehen, zum Beispiel die Bibliothek des Geistes in Moskau. Die Aufgabe, die vor uns liegt, besteht nicht darin, die Vergangenheit abzuschaffen, nein, sondern gemeinsam über die Zukunft zu sprechen. Welche Ideen und Grundfiguren Russlands haben den Test der Katastrophe bestanden und welche nicht? Und vor allem, die neue Erfahrung zu unserer eigenen zu machen. So übersetzte die Dichterin Olga Sedakova kürzlich ein Gedicht von Maxim Kravtsov aus dem Ukrainischen ins Russische.
hat gleichzeitig einen Roman geschrieben. Sie hat ein Buch Translating Dantes, Prosa-Übersetzung von den drei Gesängen aus dem Fegefeuer und dem Paradies enthält und mit einem Kommentar versehen ist. Und plötzlich wird einem klar, dass die Arbeit an Dante mit der blutigen Zeitgeschehen zu tun hat. Mit dieser russischen Kultur ist ein Dialog möglich und notwendig. In Russland sind wir sehr besorgt darüber, dass wir in der Welt ausradiert werden. Es ist ein Schreckensgespenst, das vom Fernsehen geschürt wird und in den sozialen Medien toben lange eintönige Diskussionen. Aber zunächst einmal ist es jetzt tatsächlich der von mir erwähnte Polizeibericht über Nekrassow und Tolstoi, der die russische Kultur auslöscht. Zweitens, ist es Puschkin und Bulgakow gleichgültig, ob ihre Denkmäler vorhanden sind oder nicht? Es ist nicht so wichtig, was ein Metallblock werden wird. Es ist, was wichtig ist, ist etwas anderes. Ob unschuldige Menschen leiden, ob nach der Katastrophe Frieden möglich ist, ob die guten Gefühle und die Barmherzigkeit, die Puschkin dem Gedicht mit dem Titel Monument feiert, die Oberhand gewinnen werden. Wenn wir auch auf dem Fundament der Kultur eine andere Gesellschaft aufbauen und der Welt eine neue Ordnung geben können, dann wird auch Puschkin sicher und gesund sein. Man wird ihn lesen, man wird über ihn sprechen. Wenn nicht, wird es keinen Puschkin geben, der uns rettet. Im Moment müssen wir noch an Fehlern arbeiten. Ich spreche jetzt nicht von der Macht, die zu weit von uns entfernt ist und für die ich nicht bereit bin, eine Antwort zu geben, sondern in erster Linie von meinen eigenen Fehlern. Wir müssen zum Beispiel unsere Perspektive ändern, das Spektrum erweitern, von den Erfahrungen anderer lernen. Sprich, aus der Erfahrung der freien ukrainischen Poesie des 20. und 21. Jahrhunderts, um ihre Schönheit und Intensität zu erleben. Und vielleicht entdecken wir auch etwas in uns selbst wieder. Vor vielen Jahren besuchte ich ein Museum in Perm, das sich auf dem Gelände eines Lagers für politische Gefangene der 70er, 80er Jahre befand. Ich wurde von dem Dissidenten Sergei Kowaljow und einem der Gründer des Vereins Memorial, Arseni Roginski, zu diesem Museum geführt. Es gibt zurzeit eine Ausstellung beim Meeting davon. Beide waren in diesem Lager festgehalten worden. Damals hörte ich zum ersten Mal von dem ukrainischen Dichter und Gefangenen Wassili Schluss, der in den ersten Jahren der Herrschaft von Gorbatschow in Perm starb. Aus Protest hatte er einen Hungerstreik ausgerufen, von dem er nicht mehr zurückkehren sollte. Als ich die Verse von Schluss las, wurden mir viele Dinge im Leben klar. Und ich möchte meine Rede mit einem seiner Gedichte beenden, das wie ein Gebot des stoischen Humanismus klingt. Und vielleicht auch als Hoffnung, dass das Menschliche im Menschen siegen wird. Ich möchte bitten, das Gedicht vorzulesen. Zunächst einmal die Übersetzung, dann werde ich es auf Ukrainisch hören. Halte aus, halte aus, Geduld formt dich. Man härtet deinen Geist ab und du halte aus, halte aus. Niemand wird dich vor dem Unglück bewahren. Niemand wird dich von deinem Weg abbringen. Dort bleibe liegen und bereite dich vor auf das Sterben. Bis zum Licht, zur Sonne, bleibe, bleibe. Mögest du den ganzen Weg gehen in den Himmel, die Hölle oder die Gefangenschaft. Und mögest du sie ertragen. Schaffe dir deinen Weg, den Weg, den du dein eigen nennst, der dich für die Ewigkeit erwählt hat. Du hast dich ihm seit deiner Kindheit gewidmet. Der Herr selbst hat dich dazu verurteilt. На нього сам Господь тебе прирік.
Ich denke, dass ein russischer Kollege, der jetzt ein Gedicht auf Ukrainisch vorliest, dass das eine große Verheißung darstellt. Ich wollte Maurizio Molinari fragen nach dem Zweiten Weltkrieg. So zwei Länder, die so verfeindet waren wie Frankreich und Deutschland. Ein Krieg mit unglaublicher Grausamkeit. Haben es geschafft, sich wieder zu versöhnen. Und sind zusammen mit Italien die drei Länder geworden, die die Europäische Union gegründet haben. Unser Bewusstsein der Freiheit, unser Bewusstsein dessen, was die Würde der Person ist, der einzelnen Person, ist das stark genug, um uns fähig zu machen, die Probleme anzugehen und eine Brücke zu bauen hin zu den Ländern, die in diesen Krieg verwickelt sind? Ich glaube, dass das eine tiefe Frage ist, eine zutiefst richtige Frage, die nahelegt, wie die Herausforderung an Europa ist, aus diesem Krieg herauszukommen in der Ukraine, dass wir stärker, vereinter, größer als Europa herauskommen. Ein Europa von Atlantik bis zum Ural. Ich glaube, ja. Was ist die Lektion, die wir gelernt haben aus der Geschichte Frankreichs und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg? Dass diese zwei Länder das war die Erklärung der Menschenrechte, die wir gemeinsam hatten, und das Bewusstsein der kriminellen Handlungen gegen die Menschlichkeit, die bestraft werden müssen. Die Bestrafung dieser kriminellen Akte hat es geholfen, den Rechtsstaat wieder aufzubauen nach dem Nazifaschismus, und der Respekt der Erklärung der Menschenrechte war ein Grundpfeiler des europäischen Einigungswerks. Es gibt keinen Grund, das nicht auszudehnen, diese Präzedenzfall auszudehnen, auch auf die Völker des Ostens, auch auf Russland. Deswegen sagte ich, dass wir angesichts des Menschen, eines einzelnen Menschen und seiner Mitarbeiter stehen, die einzig verantwortlich sind für die kriminellen Handlungen, für die Verbrechen gegen die Ukraine und Europa. Es ist nicht Russland, sondern dieser Mensch. Der Punkt ist also, die Frage ist, gibt es eine Zeit nach Putin, in der Russland bezeugen können wird, dass es mit dem Rest von Europa die Notwendigkeit teilt, die Verbrechen zu bestrafen und ein Europa aufzubauen, das größer ist? Ich glaube daran. Ich glaube, dass Europa und der Westen nach dem Ende des Kalten Krieges große Irrtümer begangen haben gegenüber Russland, dass wir wenig zugehört haben, denen die Zusammenarbeit für die Entwicklung der tiefen Reformen einforderten. Wir akzeptierten einfache Positionen. Viele liberale Positionen wurden liquidiert in Russland, und wir dürfen diese selben Irrtümer nicht wieder begehen. Und hier möchte ich schließen, der Punkt, von dem aus man von der Zerstörung, der wir jetzt beiwohnen, wieder hinwirken gehen kann auf den Aufbau eines größeren Europas, das Russland einschließen kann, das wird der Moment sein, indem wir aufgrund der Rechtsstaatlichkeit die Verbrechen, die jetzt begangen werden in der Ukraine, bestraft werden. Danke für diese Antwort. Giovanni Lorenzo, ich habe in einem Interview gehört, dass Sie ein Buch von Florian Illies lesen. Der Titel laut Liebe im Zeiten des Hasses,
in den 30er Jahren. Ich lese es auf Deutsch, nicht auf Italienisch. In diesem Buch wird erzählt die Geschichte der 30er Jahre, eine dramatische Geschichte, tragische Geschichte, und wie diese in den einzelnen Personen widerspiegelt. Liebesgeschichten, die eben mit diesen Liebesgeschichten, die mit der, dieser Beginn dieser unglaublichen Gewalt, die in den 30er Jahren aufgekommen ist. Analog dazu, was geschieht mit unserer Liebe zur Freiheit in diesem Moment? Was geschieht mit unserer mit dem zivilen Zusammenleben? Wird es noch mehr aufgesplittert? Angesichts dieser Herausforderungen werden wir uns noch mehr auseinanderleben, noch mehr spalten, oder entdecken wir wieder etwas, was uns mehr verbindet als alle Probleme? Haben wir etwas, auf dem wir aufbauen können, was mehr wert ist als alle Konflikte? Wenn ich ehrlich sein soll, dann muss ich zugeben, ich weiß es nicht. Dieser Krieg und die Krise, die daraus hervorgeht, trifft Gesellschaften, die schon gespalten sind. Es wäre ein kleines Wunder, wenn uns jetzt darauf jetzt wieder zu einer Einheit finden könnten. Was der Kollege Molinari gesagt hat, alles hängt davon ab, von der Einheit, die wir haben, in den einzelnen Ländern, aber auch in der Europäischen Union. Um auf die Frage zurückzukommen, die Sie ganz am Anfang gemacht haben und unserem russischen Kollegen gemacht haben, das ist nicht die Meinung meiner Zeitung, da sind wir sehr verschiedene Meinungen. Ich bin gegen jegliche kulturelle Sanktion gegen russische Künstler. Das ist der falscheste Punkt, um Entschlossenheit zu zeigen. Das ist auch der leichteste, ehrlich gesagt. Ja? Die Kultur kann verbinden, auch wenn es dumme Artisten gibt. Aber wenn wir, dann können wir zeigen, dass wir moralisch besser sind, können wir doch nicht einem Tenor oder einem Dirigenten verbieten. So habe ich mich gefreut. In Salzburg habe ich letzte Woche ein Konzert von Riccardo Muti gehört. Ich glaube, der ist hier nicht weit, in Ravenna. Der hat ein Tchaikovsky-Konzert und hat dirigiert und hat einen russischen Basssänger auftreten lassen, um zu zeigen, dass die Kultur nicht spalten soll, sondern verbinden soll. Was aber die Perspektiven angeht, wird das vereinfachend gesagt, das Gute die Überhand behalten. Das wünsche ich mir, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich weiß nicht, wann das geschehen wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich stimmt, dass es nur eine Person ist und nicht alle Russen. Alle Verallgemeinerungen sind sicher falsch, aber wenn 70% mindestens für diesen Krieg, diese Spezialoperation befürworten in der Ukraine, dann kann man zwar nicht Krieg erklären, weil sonst, dass man nicht Krieg nennen darf, weil man sonst 15 Jahre Gefängnis kriegte. Und die russische Gemeinschaft in Deutschland, die allen Zugang hat zu allen russischen Kanälen, sind in der Mehrheit für den Krieg. Und das besorgt mich doch sehr, weil das nicht nur Frucht einer perversen, gewalttätigen Idee einer kleinen Nomenklatur, politischen Nomenklatur ist, sondern dass das in der Gesellschaft auch verwurzelt ist. Ich glaube, dass das Einzige, was zu einer Veränderung führen kann, ist unsere Entschlossenheit. Auch Entschlossenheit zu leiden. Denn Putins zynischer Kalkül ist, dass wir zu dekadent sind, um zum Beispiel ein Embargo auszuhalten. Das würden wir gar nicht schaffen, wir sind zu schwach dazu.
Ich bin überzeugt, wenn man abgesehen von den Nuklearwaffen, hat sich die russische Armee sehr schwach gezeigt hat. Eine NATO, man sagt in der vorgehaltenen Hand, dass die NATO die Russen in 3 Tagen besiegen würde, natürlich nicht öffentlich. Auch wirtschaftlich glaube ich nicht, dass die russische Wirtschaft wirklich so stark ist. Ich würde nicht so symbolische Strafen wie Anna Trepko oder andere. Das sind symbolische Gesten. Ich habe leider nichts anderes zu sagen. Es ist eine sehr schwierige Situation. Es ist wirklich eine sehr gefährliche, ernsthafte Situation. Wir haben darüber sehr aufrichtig gesprochen. Und niemand hat Illusionen. Jeder hat verschiedene Aspekte gebracht. Jeder von uns kann sich mit dem auseinandersetzen, was er gehört hat, was er morgen lesen wird, morgen hören wird. Es ist offensichtlich, es ist eine Krise mit sehr vielen dramatischen Aspekten. Ich danke allen hier für die Aufrichtigkeit, mit der Sie geantwortet haben. Sie haben nicht getan, als ob Sie mehr wüssten, als Sie wissen, aber Sie haben auch Ihre Bewertungen und Visionen preisgegeben. Ich danke allen und wir im Namen von euch allen, insbesondere Herrn Achangelski. Ich lade euch noch ein zu der Begegnung, die es heute Abend geben wird über die ukrainische Kultur. Und Donnerstagabend wird es eine Begegnung mit Russen und Ukrainern gibt, die mit sehr mutigen ukrainischen, russischen und ukrainischen Frauen. Ich lade euch ein, die Ausstellung beim Memorial anzuschauen und den Pavillon über die internationale Zusammenarbeit. Danke, dass ihr hier seid und mitbringt und mitbringen werdet. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Thank you.
aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. E tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene.